Angst. Korrekt. Hallo, liebe Leute, und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mach mal mit Obi. Hier ist wieder Luca, ich bin wieder Julia. Und wie ihr letzte Woche wahrscheinlich schon gesehen habt, haben wir angefangen, Sandras Terrasse schön zu machen. Und wir haben schon richtig viel geschafft. Hier sind schon so coole Wände mit Bambus. Blumen. Blumen. Und hier haben wir eine Menge Kissen. Und darum geht's heute, denn wir werden ein paar Sitzmöglichkeiten schrauben, bauen etc. Heute geht es wieder so ein bisschen ans Werkeln. Und heute wird Sandra auch das Endergebnis sehen. Das stimmt, die kommt wieder heute. Ja. Meinst du, die freut sich? Oder? Ich hoffe. Ich hoffe auch. Erstmal wir haben noch einiges wir hier zu tun. Fertig werden. Also los geht's. Und abonniert den Kanal. Wir bauen jetzt die krasseste Sitzecke, die ihr jemals gesehen habt. Und ich habe schon einen Durchblick. Und zwar möchte ich, dass die hier ist. Du meinst da, wo unser Rosmarin steht? Das hier ist ein Teil von dreien. Ja, also wir fangen an hiermit. Das ist nämlich das Seitending. Da legen wir jetzt unsere Schablonen runter. Da haben wir hier Schablone 1 und Schablone 2. Warum heißt es eigentlich Schablone? Das ist nur eigentlich ein Untersetzer, oder? Es heißt Schablone, weil Schablone kommt ja aus dem Französischen. Obi ist ja französisch und heißt Hobby. Und das ist unser Hobby, was wir hier gerade machen. Wir lieben das nämlich. So, jetzt brauchen wir die 50er bitte einmal. Danke. Und die kommen jetzt hier rein. So, ich donner die jetzt hier rein. Ja, aber natürlich, mit Bedacht und Gefühl. Uno ist ja französisch, so wie Obi. Voll schön. Aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Weiter geht's. Komm, wir haben keine Zeit. Sandra kommt gleich. Ja, dann mach mal weiter. Gib mir mal die Schablone, schmeiß rüber und zwei weitere Schrauben. Sandra ist übrigens gerade nicht hier, weil wir sie rausgeschmissen haben aus ihrer eigenen Wohnung. Das habt ihr vielleicht im ersten Teil schon gesehen. Falls nicht, schaut ihn euch gerne noch mal an hier auf dem Mach mal mit Obi-Kanal. Aber du, wir wollen hier gar nicht lange Zeit verlieren. Wir haben nämlich den ganzen Tag voll mit Arbeit. Du ziehst dir jetzt Schuhe an. Wo hast du Schuhe? Aber ich habe keine Zeit, Digga. Ja, perfekt. Dann geh einfach. Nein. Zieh dir jetzt Schuhe an. Zieh dir jetzt Schuhe an. Du gehst jetzt raus. Wir müssen hier nämlich heute ein bisschen arbeiten. Wir müssen hier alles fertig machen. Den Schrank ist eigentlich auch nochmal egal. Mach noch einen anderen. Hier, Sandra. Und los. Tschüss. Zack, raus. Digga, nein, wollt ihr mich verarschen? Wir updaten dich. Bye. Tschüss. Letzte Schraube ist drin, meine lieben Freunde. Von daher müssen wir den ganzen Apparat hier jetzt einmal umdrehen. Umdrehen und dann kommt da noch eine wunderschöne Lehne dran. Diese Teile hier kommen jetzt hier hinten dran und am Ende kommt da dann auch noch mal ein großes Brett dran, damit wir dann im Endeffekt eine Lehne haben. Okay, da brauche ich aber Schrauben jetzt. Die ist drin. Vielen Dank, Luca. Guck mal, wir sind einfach ein Team. Sehr dankbar, dass du da bist und mir die Schrauben anlegst. Kein Problem. Mehr Spaß. Teamgeist steht bei mir an erster Stelle. Ein freundliches Miteinander. Mach jetzt schon. Ein freundliches Miteinander. Respekt bei der Arbeit. Julia, mach. Ich mach. Und weißt du, du musst jetzt leider sogar noch mehr machen. Luca. Teamgeist auf Französisch heißt Obi. Ah! Was? Du hast mir in die Hand gebohrt. Ja, überhaupt nicht. Was? Fertig. Das jetzt auch für die anderen Seiten? Naja, wir müssen das jetzt noch dekorieren und dann das Ganze noch zweimal machen. Warum filmst du mich dabei so nah, als ob ich das jetzt allein machen soll, oder was? Wir wollen jetzt dieses wunderschöne Bambusrohr hier dran machen, aber das hängt natürlich nicht einfach so. Deswegen müssen wir jetzt mal wieder bohren. Dann bohren wir los, Madame. So, jetzt los. Perfekt. Jetzt durch, ja. Mega geil. Raus. So, das gleiche jetzt hier. Krass. Auch durch. Und um das zu befestigen, brauchen wir jetzt diese Dinger hier. Das sind Schlauchschellen, quasi einfach bessere und stabilere Kabelbinder. Und jetzt musst du das da durchstecken und dann mit der Schraube, glaube ich, fixieren. Dann haben wir den Bambus festgemacht hier an der Seite und das alles sieht schön aus. Ästhetisch. Ästhetisch. Und hat auch eine Funktion. So, ganz langsam müssen wir jetzt machen. So, guck mal, du stellst das Ding jetzt erstmal auf langsamer ein. Zack. Wundervoll. Und dann wird es immer enger und jetzt sitzt es fest. So, unser drittes Gestell ist fertig. Und hier kommen jetzt noch so Bambusverkleidungsdinger vorne dran. Genau, damit es auch wunderschön aussieht. Allerdings nur hier. Genau, weil ihr werdet sehen, warum. Also, auf jeden Fall haben wir hier drei Bambusverkleidungsdinger und jetzt mit Kabelbindern. Also natürlich. Kabelbinder sind wir am Start. Schön hier durch die Löcher durch. Genau. Und perfekt, da haben wir das erste dran. Ich kümmere mich mal hier um das zweite direkt. So, und das wird jetzt einfach wunderschön da so durchgefädelt. Das nächste Teil kommt jetzt hier drunter und Bambus Surprise. Sache. Fertig. Jetzt kommt noch das dritte. Und gleich schieben wir das auch noch zusammen, ne? Ja. Und das machen wir genau jetzt, meine lieben Freunde. Dafür haben wir nämlich extra hier alles freigelassen, damit hier nichts verschwendet wird. Super, ab Wundervoll. In der Ecke. Jetzt kommt das Ding hier vorne rübergezogen. Oh. So. Perfekt. Fertig. Also nicht fertig. Noch nicht ganz. Da muss dann noch was in die Ecke, ne? Genau, hier kommt jetzt noch ein wunderschöner Tisch hin und du. Ich muss die beiden Teile miteinander verbinden.
Und zwar kann er einfach so hier reingehangen werden. Lass dich von mir nicht stören, ne? Ich verbinde hier nur. Ich hab's verbunden. Wundervoll. Und jetzt verbinde ich den Tisch. Julia, verbind du die Tische da? Ja, bin ich dabei. Die Lattenroste, weil hier können ja nicht einfach so die Kissen drauf und so. Nee, ich komme sofort wieder. Das stimmt. Okay, tschüss. Ich bin schon wieder da. Hallo. Ach so, das ging so schnell schon. Lattenrost Nummer 1. Dann müssen wir jetzt gucken, welches Lattenrost woraus kommt. Ich glaube, die kleinen hier, die etwas schmaleren, kommen hier auf die Seitenteile. Ja, das scheint... Legen wir drauf. So, das muss da drauf. Einfach wunderschön. Klasse. So, das kommt hier drauf. Es hält! Wie geht das auch nicht so ganz, wenn ich hier drin stehe, fällt mir gerade auf. Luca! Ha? Oh, genau da soll es stehen. So, das Ding kommt hier vorne und drauf. Und hier ist noch eins. Super, oh, getroffen. Dankeschön. Gerne. Dann haben wir noch für hier vorne ein Kissen. Auch super. Naja, das passt ja jetzt guck mal, nicht wie so schön ganz, das aussieht. Ne? Nee, das passt wirklich nicht so ganz. Ne? Aber dafür haben wir ja extra noch ach so, na ein klar, Seitenteil. Das absolut extra gemacht. Danke. Damit das hier so bündig ist, ne? Genau. Perfekt. Das war's aber noch nicht. Klasse, danke. Hans. Korrekt. Guck mal, das sieht echt gemütlich aus mittlerweile hier. Sieht mega geil aus. Okay, das ist schon mega geil. Aber eine Sache fehlt noch. Die Pflanze. Guck mal. Die ist groß. Ich habe noch eine Pflanze besorgt. Ja. Die passt nämlich super genau hier vorne rein. Es fehlt noch eine einzige Sache. Und zwar ein Baldachin. 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 Für unsere Überdachung oder unseren Baldachin müssen wir jetzt diese Bambusstangen da oben dran halten. Einmal hier so ungefähr hinhalten. Und jetzt müsst ihr das einfach wieder mit Kabelbindern festmachen, wie auch sonst. Sandra ist doch immer nicht zurück und wir sind immer noch dabei. Von daher wird hier der nächste Kabelbinder um die beiden Bambi gemacht. Mehrzahl von Bambus ist ja Bambi, glaube ich. Ja, safe. Kommt aus dem Lateinischen oder aus dem Französischen, so wie der, so wie der Name von Obi. Genau. Das müssen wir jetzt eigentlich überall noch machen. Und dann kommt darüber ein Tuch. Das zeigen wir euch jetzt aber nicht, sondern das seht ihr einfach jetzt. Tada! Tada! Fertig sind wir mit unserer Überdachung. Wie heißt das nochmal? Baldachin. Baldachin. Wir sind fertig mit unserem Baldachin und er ist wunderschön geworden, finde ich, oder? Finde ich auch. Das Einzige, was hier noch ein bisschen fehlt, ist Deko. Genau. So wie das schöne Teil, was du da in deiner Hand hast. Das ist kein Teil, das ist was für eine Kerze. Ist auch egal, wir haben hier noch ganz viel andere Deko und die verdekorisieren wir jetzt. Was? Keine Ahnung. Okay. So, wir haben jetzt hier vorne noch alles fertig gemacht und on top noch so eine Seilbahn gebaut. Warum? Keine Ahnung, haben uns die Leute hinter der Kamera gesagt. Julia, was machst du da vorne? Du machst das vorne fest, oder wie? Ja, ich versuche den Mechanismus hier zum Rollen zu bringen, aber ich wollte euer Ernst, ich hab die ganze Zeit auf euch gewartet! Hä, was machst du? Hallo? Alter, das sieht richtig krank aus. Warum bist du hier? Digga, ich war in der Stadt, ich hatte kein Portemonnaie, ich hatte gar nichts. Setz dich mal. Übel chillig Alter, hier. Ich fühle mich wie auf Bali, Alter. Nimm dir eine Decke, chill dich hier hin. Hey, Leute. Oder? Ey, wie habt ihr das so schnell gemacht? Das sind einfach die Kings. Also, aber guck mal, jetzt können auch deine Nachbarn nicht mehr rüber gucken. Mein armer heißer Nachbar, Alter. Okay, komm, wir zeigen ihm alles. Also, das hier ist diese Seilbahn. Ich habe wirklich gar keinen Plan, wofür die ist. Also, du kannst einfach diesen Akkustauber hier so dran machen. Ich glaube nicht, dass du dich da reinsetzen kannst, aber wir können es gerne mal probieren. Musst du nie wieder aufstehen, um irgendwas zu bekommen. Das ist nicht mega geil. Ja, richtig. Dann haben wir hier natürlich den Sichtschutz, bestehend aus Bambus. Für deine Cooking Experiences. Ganz viele geile Kräuter, die alle noch wieder zum Leben erweckt werden. Dann natürlich selbstverständlich die komplette Sitzecke. Alles nied- und nagelfest kannst du hier drauf. Dann haben wir ganz viele Kissen natürlich zum Chillen. Und hier extra den Tisch zugesägt für einen Bambus im Loch. Schön. Mal so ein bisschen grün hier rein. Ich fühle mich so auf Bali, Alter. Das Team hat uns gerade gesagt, dass wir hier drei Werkzeuge liegen haben. Einen Hammer, einen Schleifstein und eine Zange. Und wir drei dürfen uns jetzt jeweils eins von denen ausholen. Ich nehme Hammer, weil ich bin der Hammer. Ich nehme Schleifding. Ja. Du nimmst einfach das, weil das das Letzte ist. Und jetzt kriegen wir wohl irgendeine Challenge, irgendeine Aufgabe. Irgendwas kommt jetzt reingefahren über den Seilzug. Wir sehen schon, es bewegt sich.
Okay. Und Sandra, du kannst mal aufmachen. Angeblich ist offensichtlich, was wir jetzt tun. Okay. Wir müssen irgendwas. Oh mein Gott, da sind drei Kokosnüsse drin. Ne? Kokosnüsse? Oh nee. 3, 2, 1. Hey Julia, warum machst du die Zange nicht größer? Dann kannst du auch aufknacken, oder? Never ever. Okay, Sandra, zweiter, dritter Platz. Ja! Boah, ich hasse Kokosnüsse. So, Alter. Ja, Julia. Das Minispiel ist vorbei, meine lieben Freunde. Wir haben uns jetzt hier alle so einen wundervollen Cocktail gemacht. Bevor wir anstoßen und auf unser Projekt hier das Ganze zelebrieren, haben wir allerdings Würze vorbereitet für den Verlierer des Spiels. Luca. Julia. Julia. Richtig schöner kleiner. Junge, okay. Das ist doch wir. So, liebe kleinen Biberchen, ne, ich wollte mich hier noch mal ganz herzlich bei euch bedanken für die wunderschöne Terrasse. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen im nächsten Jahr. Ne? Dieses Jahr bin ich noch alleine chillen, ja. Du freust dich einfach. Ja, ich freue mich einfach. Ne? So, liebe Leute, ich hoffe natürlich und wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ihr die anderen Videos aus unserer wunderschönen Reihe noch nicht gesehen habt, dann schaut ihr euch unbedingt noch an, abonniert den Kanal. Okay. Weil am Montag kommt nämlich noch ein wunderbares Video, da zeigen wir euch, wie wir diese tolle Seilbahn da gemacht haben. Die ist schon weg. Bis dahin, abonniert den Kanal und wir haben euch alle ganz lieb. Tschüss!